Ey, du gehst mal einen Apfel runterkommen. Ja. Ja. Gehen wir los. Morgen, Ben. Morgen, mein Name. Morgen. So. Alles gut gelaufen im Englisch? Alle zufrieden? Das ist wunderbar, so höre ich das gerne. Heute Morgen starten wir ein kleines Projekt. Und zwar starten wir ein kleines Filmprojekt. Ihr werdet mit euren Handys arbeiten in nächster Zeit. Und zwar geht es darum, Videos zu drehen hier in Grenchen von euren Lieblingsplätzen. Jeder von euch hat sicher irgendwo 2, 3, 4 Plätze hier in Grenchen, an denen er sich gerne aufhält. Und diese 2, 3 Plätze sollt ihr nachher beschreiben. Dazu bekommt ihr ein Arbeitsblatt von mir. Das kann ich euch schnell zeigen hier an der Tafel vorne. Hier sind Fragen aufgeschrieben, die ihr dazu beantworten könnt. Warum ist das mein Lieblingsort? Was sollen die Zuschauerinnen erfahren? Die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann euer Video ansehen. Was empfinde ich, wenn ich dort bin? Was will ich von meinem Lieblingsort zeigen? Und da merkt ihr, jetzt geht es dann schon ein bisschen ins Film machen, ins Drehen mit eurem Handy. Was ist mir wichtig an diesem Ort? Eins für Luca. Ich habe ich auch eins. Und hier sind auch noch 2. Gut. Steigen. Und wo kann man da raufsteigen? Aufsteigen, okay. Ah, auf die Treppe. Ja, jetzt habe ich. Ah, dort die, das ist dein Lieblingsplatz von vielen Jungen. Und bei dir? Sechster Platz. Alles beendet. Okay. Und wo ist das? Migrolino. Migrolino, das ist immer gut. Ja? Da musst du nicht verhungern und nicht verdursten. Mhm. Gut, ich sehe, ihr habt ganz viele Plätze aufgeschrieben. Jetzt ging es darum, mal schnell zu schauen, wer arbeitet mit wem zusammen. Bitte schaut doch mal ein bisschen, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt. Und vielleicht steht ihr am besten gerade auf und bildet so kleine Gruppen, 4er-Gruppen, 5er-Gruppen vielleicht, damit man sieht, wer möchte mit wem zusammenarbeiten. Los! Also ich wollte noch ein Mädchen in einer Gruppe. Ich fühle mich so allein mit ihr. Hallo. Hoi. Wie geht's? Gut, danke dir. Gut, gut. Wie läuft ihr Klicken? Nicht schlecht. Luca, ich werde allein von meiner alle Gruppe innen. Aber ich will dann Clarissa reinnehmen, weil ich bin allein und ich will hier ein Mädchen dazu haben. Ja, aber ich bin allein. Er sollte eigentlich auch dazu können. Können wir dann nicht aus zwei nehmen? Zuerst sie und dann ihn? Oder wir können sonst beide auf einmal nehmen. Können wir auch. Okay. Okay. Ihr müsst eine Mutprobe machen. Also ich finde, sie sollten beide eine Mutprobe machen. Ja, das geht. Das können wir schon machen. Bin ich gut. Luca, komm schnell da her. Wollen wir uns morgen um 2 bei Kinolex treffen? Ja, können wir. Für was denn? Für Mutprobe. Wieso eine Mutprobe? Dass du klicken hörst. Okay, ja. Genau. Ja. Würde ich machen? Ja. Also, tschüss zusammen. Ciao. 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 Meine Mutprobe ist also, einen Kinofilm zu hacken und den zu unterbrechen. Zum Glück verstehe ich etwas von Computer und Beamer.
So, ah, bist du dumm? Hallo zusammen. Hallo. 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 Es gibt eigentlich ein Ja. Jetzt Magnum. Sie hätten vielleicht gerne ein Update. Nur wenn es gute Nachrichten sind. Hier wird es gleich dunkel, aber wenn der Strom morgen wieder da ist, sollte ich übermorgen fertig sein. Das ist fantastisch. Die kaputten Dachbalken sind raus, das Loch ist ordentlich ausgefressen. Die Böden haben es überlebt, aber zur Sicherheit lasse ich den Trockner noch laufen. Die Böden sind egal, Hauptsache wir sind trocken. Das habe ich aber nicht. Tut mir leid, Schatz. Das Brot ist voll eklig. Ja, meine Süße, das Brot ist glutenfrei. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du mir danken. Was ist Gluten? Ein Bestandteil im Essen. Hi, Gang. Strom im Haus ist wieder an und das Dach ist repariert. Ja, nein, lief doch so schnell. Oh ja, an der Stelle muss das komplette Dach ersetzt werden. Ja, ich mache mich an die Verkleidung. Die Dachpappe ist morgen dran. Es soll kein Regen kommen, laut Wetterbericht also. Was wird dann für uns passieren? Gut gemacht, Lukas. Also jetzt bist du in unserer Gruppe. Cool, danke. Das hat man gut gemacht. Ja, wirklich. Ja. Warum sind die drin? Hast du dich eigentlich schon an einen Ort bewerben? Ja, also ich habe mich an vielen Orten bewerben. Aber letztens habe ich eben am Wiberg geschickt. Und wirklich? Mhm. Ich habe auch zwei Bewerbungen geschickt. Ja. Mal schauen, wer sie bekommt. Ernsthaft jetzt? Alison bewirbt sich am genau gleichen Ort wie ich für eine Lehrstelle. Meine beste Freundin? So ein Scheiß. Schön, heute werden wir an unseren Filmprojekten weiterarbeiten. Wir haben letztes Mal, habt ihr eure Lieblingsplätze auswählen müssen oder dürfen. Ihr habt in der Zwischenzeit euch auch überlegt, was ihr sagen wollt, eure Texte, ihr habt Texte gestaltet dazu. Jetzt geht es zuerst darum, worauf muss man achten, wenn ihr mit euren Handys nachher an Ort seid und den Film von eurem Lieblingsort drehen wollt. Wie halten wir unser Handy? Quer oder Hochformat? Was denkt ihr? Quer? Warum quer?
Weil wir ja auch quer, im Querformat schauen, zum Beispiel Fernseher. Genau so ist es. Im Fernsehen sind die Filme auch immer im Querformat und deshalb drehen wir selbstverständlich auch im Querformat. Gut, ich möchte euch ein paar Einstellungsmöglichkeiten zeigen, die man beim Filmen braucht. Hier ein Beispiel einer Großaufnahme. Ihr seht, man ist nahe, man sieht Details im Gesicht. Ist das gut für eine Aufnahme jetzt von eurem Lieblingsplatz? Nein, warum nicht? Weil man den Hintergrund nicht sieht, was im Hintergrund ist. Genau, man sieht den Lieblingsplatz nicht und es wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen etwas sieht von dem, was ihr ja auch vorstellen wollt. Hier hätte ich ein Beispiel, das heißt Halbtotale. Man sieht die Person und man sieht relativ viel vom Hintergrund. Das ist jetzt drinnen in einem Raum, deshalb ist es ein bisschen dunkel. Bei euch wird das alles viel besser aussehen, weil ihr ja draußen arbeitet und hoffentlich bei schönem Wetter arbeiten könnt. Gut, dann habe ich noch eine weitere Einstellung, die ich sehr interessant finde, schon wegen dem Namen. Die nennt man American und das ist eine Einstellung, die könnte für uns sehr geeignet sein. Ihr seht schon, da sieht man von der Person relativ viel und man sieht aber auch ein bisschen was vom Hintergrund. Das wird die Einstellung sein, mit der ihr höchstwahrscheinlich am besten arbeiten könnt für eure Filme nachher. Und diese Aufnahme heißt American, weil man genau diese Hüfte eben noch sieht und die Pistole. Deshalb nennt man das American. Hey Larissa, ja. Wir haben ein Vorstellungsgespräch am Wirpack. Okay. Hallo? Was hat sie, die ich nicht habe? Warum kann sie sich jetzt vorstellen und ich nicht? Der nächste Schritt jetzt wäre die Gruppe, in der ihr zusammenarbeitet. Ihr geht an einen der vier oder drei Lieblingsplätze und dreht dort euer Video. Steht hin, seid stolz auf euch, zeigt, was ihr könnt und ich bin, wie ich bin und es ist gut so, wie ich bin. Das ist unser Motto. Es soll auch eine Übung sein für eure Bewerbungsgespräche, die ja demnächst beginnen werden, hoffentlich. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen nervös sein und da sollt ihr aber auch selbstbewusst hinstehen und wissen, ich kann etwas, ich bin jemand und es ist gut, wie ich bin. Ah, es hat geläutet. Das war's für heute. Ihr dürft zusammenpacken. Wir sehen uns morgen wieder. Kenne ich Husi? Husi, nein, für dieses Mal seid ihr befreit von Hausaufgaben. Wenn aber jemand zu viel Freizeit hat, darf man gerne helfen, Velo putzen am Samstag. Ja, wollen wir nicht morgen mal Schuhe schwänzen? Ja, komm, das machen wir. Komm, wir gehen doch an die Aare, weil dann können wir noch die Mutprobe für Larissa Arare besprechen. Ja. Ja, der hier in Gold regt mega auf. Ja, weisst du, mein... Willst du mal den Arare Shisha mitnehmen und rauchen? Kannst du schon? Ja, ja. Also, dann nehmen wir Cola, Wasser und so. Aber wir müssen den Shisha bereit machen. Ja, also.
Hi Alison, einen guten. Das ist super, oder? Ich freue mich schon, aber Larissa, ich kann es ihr nicht sagen. Ich habe ihr noch nichts erzählt von dem. Warum? Was ist mit Larissa? Also, als wir zusammen in der Bibliothek waren, war noch alles gut. Aber dann habe ich ihr vom Vorstellungsgespräch erzählt, wo ich hingehen darf. Und ich habe gemerkt, ihr passt es nicht, sie ist eifersüchtig. Und jetzt weiss ich auch nicht. Was machen? Larissa und du. Dir habt eine super Freundschaft. Und es ist eine Enttäuschung jetzt mit Larissa, sicher, aber weißt, vielleicht geht das anders durch auf. Also ich habe Angst, wenn ich ihr erzähle, was sie dann irgendwie durchdreht oder so. Im Moment sieht es jetzt schon ganz schwierig aus, aber es ist jetzt in diesem Moment einfach manchmal eine Situation. Ich bin so sicher, Larissa die findet hier einen anderen Weg. Weißt du, es braucht jetzt einfach euch, die brauchen lange weiter unterstützen, schauen, dass ihr zusammen irgendwie einen Weg findet, dass beide zu einer Lehrstuhl kommen. Ihr werdet schon allein. Larissa ist schlussendlich wirklich, du weißt, wie sie ist, oder? Bei allen Lieben, da passiert so viel. Und wirklich, löst das. Tu das so schnell wie möglich mit ihr diskutieren. Je mehr länger als du es mitschleppst, desto nimm ich so für Larissa nachher. Ja. Larissa, sie wird auch etwas finden. Ja. Und du bist ihre Freundin, du musst du ihr helfen. Ja. Ich bin mir versichert. Genau. Ja noch ganz viele. Bei mir hat sich gar niemand krank gemeldet. Hat jemand von euch etwas gehört? Also das ist schon komisch. Kein Mail bekommen, nichts. Habt ihr etwas gehört? Wisst ihr, wo die alle sind? Weiss niemand von euch irgendetwas? Das kann doch nicht sein, dass so viele Leute fehlen. Seit Monaten tue ich Predigen, Absenzen, Killer-Kriterium Nummer 1, wenn es um die Lehrstelle geht. Das kann man sich einfach nicht erlauben heutzutage. Nein, schwach. Die verirren dort drin. Das wird mir so schade. Wow. Du traurig schon vorbei. Boah, ist das geil. Heute wollen wir uns die selbst gedrehten Filme eurer Lieblingsorte anschauen. Wer möchte beginnen? Ich. Isabella, okay, nimmst du dein Handy, dann kannst du nach vorne kommen. Herzlich willkommen an meinem Lieblingsort in Grächen. Heute werde ich vom Kunsthaus in Grächen erzählen. Da bin ich gerne mit Freunden oder Cousinen ein frischer Luft zu nehmen oder kommunizieren. Das Kunsthaus befindet sich in der Nähe von Südbahnhof und Migros. Im Kunsthaus kann man zeitgenössische Kunst von verschiedenen Künstlern finden. Wie zum Beispiel Raffaella Ciari, Lili Keller oder George Mollet. Bravo! Als nächstes dein Video, Diego. Kommst du nach vorne mit deinem Handy? Herzlich willkommen zu meinem Lieblingsort, das FC Grenzenstadion. Es hat eine Tribüne, da hat 1000 Sitzplätze. Viele Mannschaften haben schon da drauf gespielt. Spielen da Junioren, auch Senioren.
Dort nebendran hat es das Velodrom hier. Und das Schwimmbad ist gleich hinten dran. Es hat mehrere Fußballplätze. Und wenn da zum Beispiel ein Spiel läuft, FC Gerchen gegen Ibech, hat FC Gerchen das blaue Trikot an. Super! Wexi! Muss ich das machen? Der Herr Ingold hat ja gesagt, dass er am Samstag das Velo putzen. Ja, du könntest nicht dort ja erschrecken. Das wäre doch eine gute Idee. Ich finde es auch. Ja. Der wird so Angst haben. Okay, haut. Muss ich das wirklich machen? Ja, mach einfach schnell nach. Aber Herr Ingold ist doch so ein guter Lehrer. Komm, schieß drauf. Aber. Wir müssen für rühren, das geht nicht, das ist zu viel Rauch. Hey, komm, wir hauen ab, ja, wir müssen... Nein, aber nein! Ist das Feuerwehr? Ich brauche schnell Feuerwehr, Bagel. Da brennt es, da brennt es, bitte schnell! Einsatz für die Feuerwehr Gränichen. Ich bin am Vorlaufen und er ist jetzt auf dem Brunnen und ich habe Rauch gesehen und ich habe Panik bekommen. Sie kennen Personen mit drinnen? Nein, doch, meine beste Kollegin ist drinnen, ganz oben, dritten Stock. Hallo! Personenrettung im dritten Stock mit der ADR. Okay.
Nur ruhig, die werden gerade gerettet. Also nur noch ein paar Sekunden handeln. Das war schlimm. Wir sind eigentlich gekommen, dass wir uns entschuldigen. Wegen letztes Mal, wegen Feuer. Dass Feuer entstanden ist. Ich habe mich noch ganz persönlich von euch entschuldigen, weil es meine Ursache war. Und es hat mir sehr leid getan. Und ich habe mich vom Herzen entschuldigen, weil wir haben euch angestrengt und wir haben unseren Lehrern auch Schwierigkeiten gebracht. Und das haben wir nicht wollen. Und nein, ist von mir, es tut mir sehr leid. Ja, es freut uns, uns alle, dass ihr hierher gekommen seid und euch entschuldigen konnten. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus gelernt und gesehen, dass das nicht eine gute Sache ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute hierher kommen, sich entschuldigen können, wenn sie so etwas gemacht haben. Und ich weiss, Teenager immer viel Flausen im Kopf. Merci vielmals, dass ihr vorbeikommen seid. Es hat keinen grossen Personenschaden gegeben. Merci vielmals, das ist es. Entschuldigung, das ist gut. Ich bin froh. Es ist alles gut rausgekommen. Es ist gut, wie ich bin. So cool. Ich bin dabei. Ich gehöre dazu.